Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf Sie heute alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Ein Gottesdienst, der nicht hoffentlich so oft stattfindet, dass jemand Abschied nehmen muss oder wenn jemand neu begrüßt werden muss, sondern die Kontinuität ist auch in der Kirche, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und die Kontinuität des Glaubens gibt uns Menschen Zuversicht. Herr, verlasse dich, geht uns schon der Psalmist. Leid uns nicht fern, eil uns zu Hilfe. Ich wünsche Ihnen allen diese Hilfe Gottes. Der Herr sei mit euch.
manches von uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält, damit Gemeinschaft wachsen kann. So lass Vertrauen und Hoffnung im Glauben an deine frohe Botschaft in uns stark werden durch die Kraft deines Geistes. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem 1. Thessalonicher Brief. Schwestern und Brüder, wir sind euch freundlich begegnet. Wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt, so waren wir euch zugetan, nicht als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort angenommen habt. Und jetzt ist es an euch, den Gläubigen, der Gesang. Wort des lebendigen Gottes. Ganz persönlich versuchte ich diese Gemeinschaft mit Gott zu vermitteln, denen, die ein Kind geboren haben, um ihnen zu sagen, Gott glaubt an das Leben, darum schenkt er Leben. Auch denen, die zur Erstkommunion eingeladen wurden, durfte ich vermitteln, du gehörst zur Familie der Kinder Gottes, an den Tisch des Herrn. Und Gott verlangt von dir nicht eine große Prüfung oder eine Qualifikation, er nimmt dich an mit deinem kindlichen Glauben. Junge Menschen, die ins Leben hineingehen, sollen wissen, dass, was in der Erfüllung geschehen, Gottes Geist begleitet sie. Gottes Geist geht mit ihnen, um ein geistvoller Mensch zu sein. Auch hier, dies ist das Jahr unserer Ehegang. Denen durfte ich sagen, das Geheimnis der Liebe, das ihr erlebt, ist das Geheimnis Gottes, das euch zusammenbringt
und zusammenfügt auf eine gemeinsame und doch auch ungewisse Zukunft. Und schließlich jene, die krank sind, denen durfte ich immer wieder sagen, Gott ist dir nahe, nahe in deiner Ohnmacht, in deinen Grenzerfahrungen, nahe auch, wenn dieses Leben für dich ein Ende nimmt. Denn Gott lässt dich nicht fallen, sondern bringt unser Leben zur Vollendung. Und vielleicht haben Sie es gehört, ich habe noch ein Sakrament vergessen, nämlich die Beichte. Ich werde oft vergessen in unserer Kirche und in unseren bei uns Christen. Auch das, denke ich, ist sehr wichtig. Immer wieder die Suche und den Ruf nach Versöhnung, nach Vergebung, nicht nur zu fordern, sondern auch selber zu gestalten und sich von Gott schenken zu lassen. Denn das ist das Geheimnis. Gott lässt uns seine Versöhnung immer wieder zu Ende. Ich wünsche mir oft unsere Bemühen in der Gemeinde, auch meine Bemühen, könnte nachhaltiger sein und sichtbarer noch mehr in der Gemeinschaft der Glaubenden, bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen oder Menschen in Bedrängnis. Und so bitte ich auch um Vergebung alle, die ich enttäuscht habe, denen ich nicht das rechte Wort zum rechten Augenblick sagen konnte. Danke aber auch allen, die mich in meinen Bemühungen unterstützt haben. Und das sind viele, sehr viele. Und vielen Dank ist nicht nur von Berufswegen, wie die ganze Mannschaft hinter mir, die Kollegen, viele Taten ist auch ehrenamtlich. Einfach aus dem geistigen Glauben an Gott. Und diese Gemeinschaft hat spürbar unter uns Kraft entwickelt und Hoffnung ermöglicht. Und zu Schluss möchte ich Gott bitten, er möge ergänzen, was ich nicht geschafft habe. Er möge mir verzeihen, was ich falsch gemacht habe. Und er möge mit seinem Geist Wege weisen, wie heute das Evangelium von der Gnade Gottes verkündet werden kann. Behalte noch etwas, damit diese Gnade Gottes verkündet werden kann, brauchen wir sie alle. Wir brauchen uns gegenseitig zum Zeugnis des Glaubens. Wenn ich deshalb jetzt den Dienst in unserer Gemeinde beende, dann bitte ich Sie drin eindringlich, beenden Sie nicht Ihren Dienst in der Kirche, in der Gemeinde, in Ihrem christlichen Bekenntnis. Lassen wir uns von der geistlichen Tiefe erfüllen und von der geistlichen Gemeinschaft, die uns Christus schenkt und verkündet hat und die da lebendig wird, wo wir einander dienen, wie es heute im Evangelium heißt. Oh,
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leib unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann: Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Besonderen für sein Verständnis und die mir
machen wir das. Und dann komme ich nochmal zu euch in die Gruppe und dann können wir nochmal singen und miteinander feiern. Alles Gute, vielen Dank, wir machen das ganz kurz, damit die anderen anderen dürfen. Auf Wiedersehen. Danke, danke. Lieber Herr Stadtpfarrer Monsignore Meyer, lieber Karl, liebe Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Oberhausen-Börrenheller, verehrte Gäste, Priester fallen nicht vom Himmel herab. Sie werden in einer Familie geboren, wachsen dort auf, werden von ihr geformt und geprägt. Dort hören sie die Stimme Gottes, die zu ihnen sagt, folge mir nach. So war es auch in deinem Fall, lieber Karl. Dein Predigtspruch stammt aus dem Buch Jeremia und lautet, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Du wurdest ein Geschenk Jesu an seine Kirche, ganz besonders für die Gemeinden, in denen du tätig warst. So wie ich dich kenne, wage ich zu sagen, das Wohl des Menschen war für dich das oberste Gesetz und A und O deines priesterlichen Wirkens. Nun ist die Zeit gekommen, ein neues Kapitel des Lebens zu schreiben. Du nimmst Abschied von deiner Pfarreiengemeinschaft, von unserem Dekanat, verlässt Augsburg und gehst in den wohlverdienten Ruhestand. Der heilige Pfarrer von Ars sagte einmal, der Priester ist nicht Priester für sich, er ist für euch da. Priester Jesus Christus, Karl Mayer, war immer für Menschen da und wird immer für Menschen da sein. Dafür danke ich dir, lieber Karl, im Namen unseres Herrn Bischofs, Dr. Konrad Starsa und des Bistums Augsburg, aber auch sehr persönlich. Und sage dir vielen Dank und vergelt's Gott. Für die Zukunft wünsche ich dir und deiner Hausfrau eine gute Zeit in deiner schönen Heimat, im Alter, viel Gesundheit und Glück, vor allem aber Gottes Segen. Liebe Abschiedsgemeinde, liebe Ehrengäste, sehr geehrter Herr Stadtpfarrer Meyer, lieber Karl. Fast 44 Jahre Werke, eine lange Zeit. Und der größte Teil deines Berufslebens, ein Leben ausgerufen. Du bist Priester mit Leib und Seele, mit Herz und Verstand. So haben wir dich kennengelernt und dich wertgeschätzt. Und wir haben gespürt, dass das dich ausmacht. Und fast jeder Prediger kam das Stichwort Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft hast du gelebt, auch mit uns als Nachbargemeinde in der Erlöserkirche und auch ganz persönlich in unserer Beziehung als Pfarrer hier und deren Kenner. Dein Wirkungskreis ist über die Jahre nicht kleiner geworden, hat sich immer mehr erweitert. Wir haben es gehört im Dekanat Augsburg West, bei der Caritas und schließlich bei der Pfarreiengemeinschaft in Oberhausen. Vor 14 Tagen, so ungefähr, bist du aus Assisi zurückgekehrt. Jedes Jahr warst du eine Woche dort, hast mitgearbeitet und aufgetankt
und bist irgendwo der Frömmigkeit nach ein Franziskaner ohne Habit, aber mit dem Habitus, mit der Grundhaltung unterwegs zu den Bedürftigen, unterwegs zu denen, die deine Hilfe besonders brauchen. Aber auch auf das Risiko hin, manchmal ausgenutzt zu werden. Bist unterwegs und warst unterwegs in den Krankenhäusern, im BKH, in den Gefängnissen, um die Liebe Gottes dort weiterzugeben. Jetzt ist schon mehrfach das Wort Ruhestand gefallen, aber das kann ich mir bei dir beim besten Willen nicht vorstellen. Du gibst keine Ruhe und bist viel zu beweglich und wirst dich auch in meinem Oberdorf da und da einbringen. Und einen Koffer hast du ja noch in Augsburg, den Vorsitz bei der Caritas beim Stadtverband der Platte. Es war mir eine Ehre und Freude, mit dir zusammenarbeiten zu können. Und hier im Bärenkeller gemeinsam als Christen zu leben, Zeugnis zu sein für die Liebe Gottes in diesem Stadtteil. Und dass wir das zusammentun konnten, das habe ich immer sehr geschätzt. Und ich denke, in deiner großen Freiheit war ökumenisch immer mehr möglich, als es vielleicht in anderen Orten üblich ist. Was ich miterleben durfte, auch weit darüber hinaus. Es
gibt, glaube ich, keinen einzigen Pfarrer hier, ohne irgendjemand anders mir nahelegen zu wollen, den ich so oft getroffen habe und dem ich so oft begegnet bin, bei Anlässen, die von gesellschaftlicher Bedeutung sind für die Stadtteile und für das Gemeinwesen insgesamt. Das zeugt von einer unglaublichen Energie, an vielen Vorgängen teilzunehmen, sie mitzuinitiieren, sie zu begleiten und sie auch umzusetzen. Wenn ich von Wirken spreche, dann bedeutet das natürlich auf der einen Seite, dass Sie zur Rückfolge, das schon angesprochen worden ist, der Hirte zu sein, der Begleiter zu sein, der Ratgeber für die Kirchengemeinde und viele Anlässe zu begleiten und zu gestalten, Geburten, Eheschließungen, Beerdigungen, das gemeindliche Leben und damit teilzuhaben an dem Schicksal vieler Menschen und sie zu begleiten in schwierigen Situationen. Sie haben aber auch gesellschaftlich gewirkt, im Stadtteil und darüber hinaus. Einsatz für Anliegen, die für die Gemeinschaft wichtig und gut sind, ob es um Jugendarbeitslosigkeit geht, ob es um die Entwicklung an der Schule hier nebenan oder in Oberhausen ging, bauliche Entwicklungen und vieles mehr. Sie sind auch derjenige, den ich regelmäßig bei den Bürgerversammlungen wahrgenommen habe. Und durch Ihre Anwesenheit haben Sie nicht nur Interesse gezeigt, sondern auch Ihre Anliegen vorgetragen, die notwendig sind für eine örtliche Gemeinschaft. All dasjenige, was ich beschrieben habe, ist nur dasjenige, was man sieht. Und wir alle wissen, dass die meisten Dinge im Leben gar nicht erst gesehen werden. Und ich erahne und ich weiß, dass da noch sehr, sehr viel mehr da ist. Es gibt viele äußere Anzeichen dafür, dass das sehr geschätzt wird. Die Medaille für Augsburg, die in 2008 verliehen worden ist, wo sie auch als in 2006 verliehen worden ist, wo sie auch als Herz und der entsprechende Motor deren Kreis bezeichnet worden sind. Oder im Jahr 2008, als ihnen das Bundesverdienstkreuz an Wandel verliehen worden ist. Das sind nur äußere Anzeichen der Wertschätzung. Ich möchte Ihnen heute ganz persönlich meine Wertschätzung entgegenbringen, Respekt und Anerkennung für Ihren Einsatz und für das gute Miteinander, für Ihre beeindruckende Beharrlichkeit beim Aufgreifen und bei der Durchsetzung von Anliegen. Es gibt auch so etwas wie eine freundliche Beharrlichkeit. Das habe ich von Ihnen gelernt. Und das alles zusammengenommen möchte ich sagen, dass ich dem Gott dankbar bin, dass er Sie überredet hat und dass er stärker gewesen ist als Sie. Und Wir wirken in das Bezirkskrankenhaus hinein
wo ich auch ihre Verantwortung teilen darf, für ganz Stadion. Ich weiß, dass Sie sich unglaublich engagiert haben und da haben wir uns auch persönlich immer wieder betroffen für das ABPR-Zentrum, für die Menschen, die von Suchtmitteln betroffen sind, von Suchtgefahr betroffen sind, hier Alkohol als Schwerpunkt natürlich. Sie haben Lebensräume für die Menschen geschaffen, Wohnungen. Sie haben versucht, Arbeit, Sie haben ihnen Lebensstruktur, Alltagsstruktur gegeben. All das sind wichtige Themen. Sie haben Kranke besucht, Sie haben Menschen, die in Armut leben und einsam sind, besucht. Sie haben auch junge Menschen begleitet und oft die Familien im Rahmen auch der Beratung mit in ihre Wohnung aufgenommen. Und auch die Flüchtlingsarbeit war ein großes Anliegen und ist Ihnen sicher ein großes Anliegen. Ich könnte jetzt unglaublich viel weiterfahren, was Sie hier in dieser Stadt geleistet haben, auch als natürlich Caritas-Chef seit vielen, vielen Jahren hier im Stadtverband Augsburg. Da ist die Verbindung zum Bezirk in vielfacher Hinsicht da. Und ich weiß, ich glaube, ich kenne Sie seit 1976, als ich mit Kirche zu Sachversetzer geworden bin, wo wir auch die ersten Begegnungen hatten. Denn Leben wartet auf euch, viele solche auch großen Feste und Ereignisse. Ich habe Sie immer als Mensch erlebt, der ganz tiefes Empfinden für Menschen in allen Lebenslagen hat. Und das ist etwas Großartiges, das man als Gabe hat. Herzliches Dankeschön, herzliches Vergelt's Gott für Ihre weiteren Lebensweg in Markt-Oberdorf, in einem Unruhezustand, den Sie dann weiter fortführen. Werden Sie uns sicher auch mal begegnen, weil Land im Glück, sagt der Allgäuer oben. Das heißt, Sie werden am Ball bleiben und da freue ich mich darauf auf zukünftige Übungen. Alles Gute, Gottes Segen, auch für Sie ganz persönlich und auch natürlich für Ihre Hausleiterin, die Sie begleiten wird. Heute freuen Sie sich. Danke. Hat seine Ehen geschlossen und hat vor allem seine Angehörigen mit ihm begraben.
begraben. Jeder kann seine eigene Geschichte erzählen. Als ich meine über 80-jährige Nachbarin gefragt habe, was ist, wenn unser Pfarrer Meier nicht mehr im Bärenkeller ist, hat sie gesagt, ich verliere mit ihm und mit Bärbel einen Freund und eine Freundin. Und es ist alles anders. Der Vorstand der Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller schlägt sie zum heutigen Tag als Ehrenmitglied vor und würde sie gerne als Ehrenmitglied weiter begrüßen. Und wir wollen, dass sie uns weiter begleiten. Wir bedanken uns für alles und wünschen Ihnen und Bärbel von Herzen alles Gute und vor allem Gottes Segen. Ja, lieber Pfarrer Meier, ich darf für die Vereingemeinschaft Bärenkeller Oberhausen und natürlich speziell für unseren Verein St. Konrad Ihnen ein paar Worte zum Abschied sagen. 44 Jahre Bärenkeller und 4 oder 5 bzw. 5 Jahre Oberhausen Verein St. Josef, St. Pedro und Paul und St. Martin, wir haben vieles gemeinsam erlebt, Gott sei Dank. Doch diese Tag wird es für Sie und auch für die Bärenkeller eine Beschwerde. In Ihrer Pfingstpredigt 2017 haben Sie uns aber deutlich gemacht, dass Veränderung und Aufbruch ein wichtiger Bestandteil des Glaubens ist. Das ist wohl richtig, aber manchmal schwer. Aber als erstes wollen wir uns im halben Dank, dass ihr es im Januar 1974 geschickt habt und dass ihr es sich dann glauben habt. Sie waren, wenn es irgendwie möglich war, immer da, im Leben und im Sterben, im Leiden und in der Freude. Durch sie durften wir auch eine Kirche erleben, wie sie in den Zeiten erlebt haben. Und wir durften kräftig daran mitmachen. Jesus hat Petrus und die Apostel aufgefordert, Menschenfische zu sein, das heißt, Menschen für Jesus zu begeistern, ihnen eine Aufgabe zu geben, Menschen in die Gemeinden einzubinden und ihnen nach ihren Talenten Aufgaben und Mitverantwortung füreinander zu geben. Und darin sind sie bis heute Meister und das können viele hier bestätigen. Also, es ist auch als ehrenamtliche Mitarbeiter auch heute noch manchmal eine Herausforderung, mit dem Tempo Schritt zu halten. Mit dem Tempo Schritt zu halten, in der Sorge von Mitmenschen. Als Papst Franziskus Papst wurde, hat er die Kirche aufgefordert, an die Rente zu gehen. Aber sie waren dort lang zu Hause. Ich glaube, die Augen aufzumachen für die Mitmenschen, zu zeigen, dass Kirche überall ist, wo Menschen sind. Und dass wir alle Kirche sind, das ist eines der größten Anliegen. Ich glaube, Sie haben diese Kirche, diese Vision von Kirche ein Stück weit in die Wirklichkeit gebracht. Und das Wort Danke hat zu viele Buchstaben, ist kurz, aber genau das ist das, was wir gesagt haben. Danke. Und diese Danke gilt in kleinem Maß auch von Sie beiden, die Ihnen und uns viel Gutes getan hat, weil Sie eure Basisstation, Pfarrhaus, Pfarrhäden, Pönchen immer im Auge haben. Liebe Bärbel, du warst uns neben der Pfarrhaushändlerin auch Seelsorgerin und Sozialarbeiterin, Aushilfssekretärin und Managerin für so viele Dinge, die man gesehen hat. Und du warst und du bist die Garantin für das gute Aussehen, die korrekte Kleidung, die Ernährung. Als Ruhestandsgeistliche und Ruhestandshaushälterin
kann man, glaube ich, ganz zuversichtlich sein, denn unser Heilrat ist selber Menschen ganz sicher eine neue Aufgabe. Ich denke, er hat einiges vorgenommen. Im Januar 2018 wird dann Pfarrer Weiler zu uns kommen und wir werden sehen, wie die machen, gut zusammenarbeiten, was ganz in dem Sinne ist. Doch Sie, Herr Pfarrer, und du, Walter, ihr werdet in unserem Herzen bleiben. Danke.
möchte ich mich auch für dein besonderes Engagement in einem ganz wichtigen Teil deiner Tätigkeit bedanken, nämlich der Begleitung und der Ausbildung junger Mitbrüder von Diakonen, von Neupriestern, die sich ganz neu auf den Weg machen. Und ich darf das tun als Vertreter der Steiger Missionare, weil eine doch auch ansehnliche Zahl der 31, die von Frickberg hier im Ehrenkeller waren, zu unserer Ordensgemeinschaft gehörten. Ich war zum ersten Mal im Jahr 2002 hier und in diesen 15 Jahren seit 2002 waren fast 10 junge Mitbrüder hier. Der letzte steht hinter mir, der Tuan, der im vergangenen Jahr sein Pastoraljahr abgeschlossen hat. Diese 10 jungen Leute stammten aus verschiedenen Nationen, eben vor allem aus Indonesien, aus den Philippinen und aus Vietnam. Und ich weiß selber inzwischen, wie schwer es ist, Anfänger in Gemeinden unterzubringen. Viele Pfarrer, die ich als Provinzial frage, kannst du nicht den oder jenen Mitbruder nehmen, sage, um Gottes Willen, bloß keinen Anfänger, da habe ich nur Arbeit. Du hast nie so gesagt, wie ich gehört, wie ich weiß. Die Anfänger haben sich hier im Bärenkeller nicht nur wohlgefühlt, sondern kompetent und sehr menschlich begleitet. Sie haben etwas Bedeutendes für ihre weiteren Lebenswege gelernt, nämlich, was es wirklich heißt, Priester zu sein. Nach Jahren der Theorie, im Studium, im Seminar oder im Ordensleben haben sie hier ganz konkret erfahren, dass es für den Priester vor allem um die Menschen geht. Dass es darum geht, den Menschen nahe zu sein, den Menschen zu dienen. Und das war, wie ich auch selber bei vielen Besuchen hier im Bärenkeller immer wieder erlebt habe, alles andere als Theorie. In der Gemeinde, beim Einsatz für so viele, wovon wir schon gehört haben, genauso wie drüben im Pfarrhaus, wo eigentlich immer Menschen zu Gast waren. Ich erinnere mich an Sonntagmorgen Frühstücke, wo es dann draußen an der Tür schellte, wo dann irgendwer etwas wollte, der dann zunächst einmal zum Frühstück eingeladen wurde. Und so, lieber Karl, von ganzem Herzen für diese Begleitung, für diese Einführung in die Pastoral, für diese Schritte, die wichtigen Schritte, auf denen du unsere Mitbrüder begleitet hast, ganz herzlichen Dank. Aber ich möchte meinen Dank natürlich auch an Bärbel sagen, weil für unsere Mitbrüder, wenn ich so oft erfahre, wenn ich an Erfahrungen, an Erzählungen denke, so war der Karl der Pfarrer, der sie in die Seelsorge einführte, der sie begleitete für den Dienst in der Gemeinde. Aber die Bärbel war die, die eigentlich das Leben in der Hand hatte. Das Leben auch der Praktikanten. Das Leben auch der Praktikanten im Pastoraljahr. Und manche unserer jungen Leute, Sie müssen bedenken, wir sind Ordensleute und wir haben Gelübde. Manche unserer jungen Leute haben erst unter der Leitung von Bärbel wirklich verstanden, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Und wenn ich das sage, so meine ich das wirklich auf die beste nur mögliche Weise. Gehorsam, das heißt eben, Verantwortung wahrzunehmen, da zu sein, anwesend zu sein und zum Beispiel morgens zum Frühstück und so weiter aufzustehen. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken und als kleines Geschenk, als kleines Andenken
haben wir dir etwas typisch Schneiderisches mitgebracht. Die Schneider sind im Allgäu auch nicht, noch nicht gegenwärtig. So, dass vielleicht eine kleine Erinnerung hilft, hin und wieder zurückzudenken. Ich bin mir sicher, unsere Mitbrüder und auch ich persönlich werden diese Erfahrung, diese 50. Jahre nicht vergessen. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Vielen herzlichen Dank.